Eigentlich wollten wir heute Nacht ein verlassenes Sonderwaffenlager mitten im Wald besuchen. Jedoch wurden wir bereits während des Öffnens der Autotüren mit schallendem Hundegebell begrüßt. Da wir eigentlich der Annahme waren, dass es sich um einen Lost Place handelt und nachts auch kein Wachschutz aktiv sein sollte, verwirrte uns dieses Gebell enorm. In den folgenden Aufnahmen steigen wir bereits mitten ins Geschehen ein. Entweder wohnt da ein Penner mit seinem Hund drin, oder da ist ein Hund eingesperrt. Das hallt auf jeden Fall, das ist in dem Gebäude drin. Ich denke an den zweiten. Das ist auch viel zu laut. Oder ist das wieder so eine Alarmanlage, die so Hundegeräusche macht? Das ist zu random. Boah, Digga. Der hat safe keinen Besitzer. Der Besitzer hat schon mal Schnauze gesagt. Nee, der bewacht hier was. Nimm du mal die Kamera, bitte. Wir fahren. Das sind die Uniformen. Ich bin das gerade. Das hier, wo ist mein Schlüssel? Der ist eher. Aber. Ich finde das angenehmer, wenn. Wir helllicht mal erstmal nachgucken. Erstmal abchecken, bevor wir in die Duseren hingehen. Das ist mir schon klar, aber ich will jetzt mal kurz die Position wechseln und dann nochmal hören. Ja. Also das, wenn der so wild bellt, bedeutet das ja auch eigentlich. Och Mann, halt die Schnauze. Halt die. Ey Mann, ich raste aus, dieses Drecksauto. Ist da ein kleiner Schuppen. Ja. Der Hund ist echt. Der ist genau in dem Ding da drin. Man sieht aber nichts, ne? Doch, man sieht mega viel. Ach, es gibt doch hier eigentlich keine Straßenhunde, der da jetzt reingerannt sein kann, oder? Nee, sonst wird er hier auch schon längst sein. Ja, aber ich meine, der sich das da aus Versehen drin eingesperrt hat. Nee, ich glaube, das gehört echt einem Wachschutz, der Hund, und der lässt ihn hier nachts in einem Zwinger. Diese Gebäude wirken so komisch, das wirkt so griechisch irgendwie so. Wie so ein bisschen, als wären wir hier gar nicht in Deutschland. Es wird so ein bisschen wie in Arma 3, dieses altes Life, wo du auch auf so einer griechischen Insel irgendwo bist und so eine Real-Life-Simulation hast und alles sind so Lehmhütten. Auch mit dem Zaun, der hier so ganz komisch steht und dass die Vegetation sieht ja auch so ein bisschen dürre aus, sag ich mal. Und dann rafft man, und es ist ja gut, das ist ein Sonderwaffenlager, aber optisch könnte man jetzt. Was ist das überhaupt für ein fetter Vogel, der da rumfliegt, Alter? Das ist ja fast aus wie ein Falke. Das ist eine Eule. Ach, das ist eine Eule. Das ist eine Eule. Heftig, ich habe noch nie eine Eule gesehen. Dann wirkt es hier total komisch, so mitten in der Pampa so ein Waffenlager, was ganz merkwürdig aussieht. Und dann will man aussteigen und plötzlich fängt an, ein Hund mega laut rumzubellen, direkt in der Nähe. Das ist alles schon wieder so komisch. Ha ha ha!
Heute Nacht eigentlich ein Sonderwaffenlager besuchen, aber ihr habt es eben schon gesehen, wir sind leider nicht weit gekommen. Sobald ich die Tür geöffnet habe, hat ein Hund wild angefangen zu bellen, hatte ich auch noch nie auf einem Lost Place. Ist das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich sowas habe nachts. Das wirklich, es kann ja eigentlich fast nur ein Wachhund gewesen sein. Und anscheinend ist es auch nicht wirklich vollkommen ein Lost Place, sondern es wird irgendwie, glaube ich, schon wieder so halb verwendet. Ich weiß nicht, wie gut man das in den Aufnahmen sieht, aber weiter hinten auf dem Gelände quasi habe ich, glaube ich, einen LKW-Anhänger mit Kennzeichen gesehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon wieder privat genutzt. Eventuell hat sich das einer gekauft. Es war auf jeden Fall mal ein Sonderwaffenlager. Aber es wirkte schon wieder alles so mega abstrakt. So nachts, der Vollmond, es war so halb hell, es war so ein bisschen wie in einem Film, wie in einem Computerspiel. Plötzlich fängt der Hund an zu bellen wie wild, man weiß gar nicht warum, das ist ein verlassenes Gebäude und plötzlich bellt da drin ein Hund. Ich dachte, also wohnt da jetzt ein Obdachloser mit seinem Hund drin? Oder hat sich da ein Hund aus Versehen drin eingesperrt, jetzt ein Straßenhund oder was auch immer? Aber es ist wahrscheinlich vom Wachdienst oder von den Leuten, die sich das gekauft haben, einfach der Hund, um Leute abzuschrecken. Ganz, ganz komisch. Wir haben uns jetzt natürlich nachts da jetzt nicht weiter raufgetraut, selbstverständlich. Wer weiß, was da für Leute sich das gekauft haben. Es wirkt ja alles extrem zwielichtig, kriminell irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da nochmal tagsüber hingehen. Können wir aber mit der Drohne rüberfliegen. Oder ob wir es jetzt einfach auf sich beruhen lassen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ja. Wir waren jetzt heute Nacht bei 2 Lost Places und irgendwie bei keinem hat man was, konnte man wirklich rein. Aber trotzdem waren es komplett neue Erfahrungen, die ich noch nie hatte. Bei dem einen war es einfach so ein Kinderschänderhaus mitten im Wald, was total wie eine Filmkulisse aussah, wo auch schon, als wir gekommen sind, ein Hund gebellt hat in der Nähe. Jetzt steigen wir hier aus, es wirkt alles total Armer 3 altes Lifestyle-mäßig. Ein Sonderwaffenlager mitten in der Pampa, wo plötzlich ein Hund anfängt zu bellen im Lost Place. Also, boah. Also, das war auf jeden Fall genug für eine Nacht. Ich werde jetzt nach Hause und schlafen gehen. Haut rein. Das ist gar nicht angemeldet, bei Freitag der 13. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Da wurde ich jetzt mehrmals darauf hingewiesen. Es ist heute auch Freitag der 13. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber es ist heute Freitag der 13. nachts Lost Place Tour. Und es passieren komplett komische, abgefuckte Dinge. Aber naja, jetzt gleich ist es Samstag der 14. und dann ist hoffentlich wieder alles normal. Deswegen, was willst du? Vollmond. Komm mit der Sonne, mach's nochmal. Nimmst du auf? Ja. Ja, und es ist nicht nur Freitag der 13., sondern ich habe gerade nochmal von der Regie den Hinweis bekommen, es ist auch noch Vollmond. Das hat man ja auch schon in der Aufnahme gesehen. Also wir nochmal zusammenfassen. Wir haben Freitag den 13., es ist Vollmond. Wir gehen erst nachts zu einem Kinderschänderhaus, was total krass wirkte. Danach zu einem Sonderwaffenlager, wo einfach die ganze Zeit ein Hund bellt und irgendein Anhänger auf dem Gelände steht, was so total nach... weiß ich nicht, Hehlerlager, Diebesgut-Umschlagslager wirkt, ich weiß es nicht. Das sind alles ganz viele Faktoren, die hier heute Nacht zusammengespielt haben, was das doch alles sehr spannend auf jeden Fall gestaltet hat. Und ich würde sagen, jetzt haben wir aber alle Informationen zusammengefasst. Bis zum nächsten Mal, haut rein.